360 Football hier mit einem neuen Thema, und zwar geht es um das Schnellkrafttraining, Explosivitätstraining wieder bei V Athletics. Und wichtig, eigentlich das Wichtigste vom ganzen Video, oder? Ja, essentiell, ja. Die Supplements hat er natürlich auch am Start von uns. Also wenn ihr zu ihm ins Training geht, könnt ihr euch direkt ein Pregame gönnen. Ja, Video ist fertig, oder? Nein, Spaß. Jetzt kommen 5 ganz geile Übungen. Wenn ihr die durchzieht, kommt ihr wieder ein Level weiter nach oben. Dann seid ihr so schnell wie ich. Kommen wir zur ersten Übung. Und hier wird es allgemein wichtig sein, viel Gewicht zu bewegen mit wenig Wiederholungen. Und wir paaren das dann jeweils mit einer explosiven Übung mit wenig Gewicht. Hier machst du die Kniebeugen schwer mit 4 bis 8 Wiederholungen, gefolgt von Boxjumps von 4 bis 8 Wiederholungen. Und dann hat man eine ganz lange Pause, 4 Minuten, und wir machen 3 Sätze insgesamt. Zweite Übung machen wir das Bankdrücken, auch mit 4 bis 8 Wiederholungen, gefolgt von einem Medizinballwurf von 4 bis 8 Wiederholungen. Auch wieder ganz, ganz wichtig, eine große Pause dazwischen, 4 Minuten, weil wir hier wirklich in dem Maximalkraftbereich und Explosivkraftbereich arbeiten wollen, und gesamthaft 3 Sätze. Als dritte Übung mit dem gleichen Konzept kombinieren wir die Bulgarian Split Squats mit Zusatzgewicht mit Bulgarian Split Squat Jumps. Als nächstes machen wir das Schulterdrücken, gefolgt von der Landmine Overhand Press mit dem gleichen Konzept wie anhin, und nochmals als Input eine große Pause dazwischen machen, dass du auch bei jedem Satz ans Limit gehen kannst. Letzte Übung durch für die Schulter, und danke Jan für das geile Training. Sind wirklich Übungen, die ihr entweder nachmachen könnt oder wenn ihr einen Coach möchtet oder braucht, dann wieder in der Videobeschreibung abchecken. In dem Sinne, weiter Gas geben und auf jeden Fall liken, kommentieren, subscriben für weitere solche Videos, und in dem Sinne, level up your game. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Und jetzt kommen die richtigen Shakes. Fortsetzung folgt. Ja, Video ist fertig, oder?